Heute sprechen wir über Bedürfnisse und was genau Bedürfnisse sind, woher sie kommen und was du damit anfangen kannst, persönlich, im Business und mit deiner Familie. Also wenn du Lust hast, bleib gerne dran. Die Grundlage für die Ausführungen ist die Bedürfnispyramide von Maslow. Und er hat die Psychologie dahingehend tatsächlich revolutioniert. Nichtsdestotrotz ist die Bedürfnispyramide von Maslow mittlerweile dahingehend widerlegt, was die Reihenfolge der Erfüllung der Bedürfnisse betrifft. Also, fangen wir an. Das heißt, die Grundlage des ganzen Seins ist Essen, Schlafen, Wärme. Das leuchtet ja noch ein, ne? Also, wenn wir, gelinde gesagt, körperlich versterben, dann brauchen wir nicht über höherliegende Bedürfnisse sprechen. Dann ist die zweite Stufe, ist sozusagen ein Zuhause und feste Routinen, also sprich eine gewisse Berechenbarkeit und eine gewisse Sicherheit im Alltag, die dahinter steckt. Ja? Das spielt in die soziale Anerkennung, das spielt in Gruppenzugehörigkeit und genau, das ist was wir brauchen. Der Mensch ist ein Herdentier. Ja? Und darüber liegt das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Das heißt, wenn wir dann aus dieser Gruppe, derer wir angehören, die Anerkennung und Wertschätzung bekommen, dann ist sozusagen das nächste Bedürfnis erfüllt und wir können in die letzte Ebene einsteigen und dann geht es um Selbstverwirklichung. So, das soweit zur Theorie von Maslow. Er hat gesagt, dass die Grundvoraussetzung zum Erreichen der nächsthöheren Stufe sozusagen die Erfüllung der vorhergegangenen Stufe ist. Heute die Frage ist, also zum Beispiel kann man dem Bedürfnis Anerkennung und Wertschätzung nachgehen, vor Freundschaft, Liebe und Zugehörigkeit beispielsweise. Also sind die tatsächlich in dieser Reihenfolge richtig? Oder ist es nicht ein Fehler, sozusagen diese Rangfolge so darzustellen? Weil natürlich am Ende geht es um Selbstverwirklichung. Das ist auch was wir jetzt ganz viel in Social Media ja aber beobachten. Ja? Dass alle, die natürlich darauf abzielen und sagen, hey, lass uns mal über dein Herzprojekt sprechen und über dein Leuchten und all diese Dinge. Das zielt alles auf Selbstverwirklichung und eigenen Freiraum ab. Die Frage ist natürlich, wer mich jetzt schon ein bisschen verfolgt, der weiß das, ich halte das für schwierig, da anzusetzen. Das ist sozusagen, lass uns wie Phönix aus der Asche ins Göttliche aufsteigen. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Man kann natürlich auch in vielen anderen Kontexten sozusagen Freundschaft und Wertschätzung erfahren. Ne? Also erinnern wir uns zum Beispiel daran, dass du sehr wohl zum Beispiel deine soziale Zugehörigkeit auch im Business-Kontext erleben kannst, an welcher Firma du arbeitest. Ne? Also ich komme von der Hilti Deutschland, das war eine riesen krasse Mannschaft. So. Und da gab es diese soziale Zugehörigkeit, unabhängig der. Also der Arbeitgeber bildet ja auch diese Gruppe sozusagen, ja. Genauso soziale Zugehörigkeit innerhalb der Familie zu sehen, was natürlich aber auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Also ich stelle mir Bedürfnisse so vor, dass das sozusagen ein Becher ist, den man in sich trägt für verschiedene Bereiche und der unterschiedlich gefüllt ist. Und dazu kommt, deswegen ist es ja so eine Reise ins Innere sozusagen, dazu kommt, dass dir keiner genau sagt, wie groß dieser Becher jetzt ist. Also das heißt, jeder hat für unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlich große Becher und die haben unterschiedliche Füllstände. Was mir wichtig ist, auf jeden Fall zu sagen, ist, was bedeuten diese Bedürfnisse jetzt im Zusammenhang mit unseren Familien? A ist es erstmal anzuerkennen, dass alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt, auch unsere Kinder haben andere Bedürfnisse. Und zu verstehen, dass Bedürfnisse kontextuiert sind. Das heißt, sich je nach Kontext verändern und unterschiedliche Handlungen verlangen. Ist der Zustand, die Psychologie ist sich darüber sehr einig, dass alle Bedürfnisse zu 100% erfüllt sind, dass der nicht existiert. Dass der nicht existiert und selbst wenn er dann existiert, dann sind wir fast im Buddhismus, dann ist es wirklich eine Momentaufnahme von absoluter Fülle und Glück und fertig. Natürlich ist es so, dass alle unsere Business Moms, die wir hier sind, ein Bedürfnis befriedigen, indem sie das machen. Weil die Frage ist schon, warum machst du das? Also die Frage ist nicht, warum machst du das Business, sondern die Frage ist, du könntest auch was anderes machen, also hast du offensichtlich ein anderes Bedürfnis, weil sonst würdest du dich ja selbstständig machen. Oder sonst würdest du dich anstellen lassen. Also das sind alles Entscheidungen, denen gewisse Bedürfnisse zugrunde liegen. Und es ist manchmal nicht so einfach, wirklich die Grundlage zu erkennen. Also wir sehen, stell dir vor, wie so ein Eisberg.
Und du siehst halt genau diese oberen 10% sind es, glaube ich, die man erkennen kann, die über der Wasseroberfläche rausragen. Und die anderen 80, 90% spielen sich unter Wasser ab. Und das ist bei uns genauso. Das heißt, man darf das nicht unterschätzen. Unser Unterbewusstsein ist tatsächlich viel, viel kraftvoller, als wir uns das ausrechnen können. Sondern wir reden über Essen, Schlafen, Wärme, wir reden über Zuhause, wir reden über Routinen, wir reden über Freundschaft, wir reden über Liebe, Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung. Das sind alles Themen, die super, super, super Rückenwind sind für die Entwicklung unserer Kinder, für die Entwicklung von Persönlichkeiten. Und das sollte uns auf jeden Fall auch klar sein. Aber natürlich auch zu Hause und Routine. Das heißt, ja, wir haben gesprochen über eine gewisse Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit ist nicht, wir machen, was die Kinder sagen. Also Verlässlichkeit ist auch nicht, wir machen immer, was Mama sagt. Das meine ich damit nicht. Sondern der Fakt ist halt, dass du den Rahmen stellst, um diese Verlässlichkeit für die Kids herzustellen. Wie auch immer dieser Rahmen dann aussieht. Und das kann jeder nach seinem eigenen Gutdünken sozusagen entscheiden und auch nach seinem eigenen Gutdünken ausfüllen. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, folge mir auf Instagram oder Facebook und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!